danke schön. Nächster Einsatzort Brandenburger Tor. Ein einsamer Pappkarton sucht seinen Besitzer. Schau an. Wir überwachen hier in Berlin mehr als 350 Personen Tag und Nacht, gewaltbereite Dschihadisten. Dazu Moscheen, öffentliche Plätze, Cafés, die U-Bahn und so weiter und so weiter. Wir haben Urlaubssperre verhängt. Wir fahren 24-Stunden-Schichten. Wir haben kein Personal. Der Minister spricht heute sowieso mit seinem amerikanischen Kollegen. Er kann ihn gerne... Ja, jetzt können wir darauf warten, dass der irgendwie auf Minister eben... Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Entschuldigung. Bitte. Ja, jedenfalls ist es schon passiert. Alte Kontakte. Die wissen diesmal auch nicht mehr. Aber die Kollegen aus London haben Neuigkeiten. Ein mitgeschnittenes Telefongespräch mit diffusen Andeutungen. Ein Platz hier in Berlin, öffentlich. Angeblich passiert es in den nächsten 24 Stunden. Sie dürfen, ich zitiere den Minister, alle Mittel ausschöpfen. Unterm Radar. Können wir doch nie im Leben alles abdecken. Darf man eben nicht zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Naja, ich dachte, wir haben nur noch 2 Tage und in Zukunft werden wir nicht mehr so oft zusammen frühstücken. Mama, ich ziehe nach Neukölln und nicht nach Marrakesch. Ja, aber wir müssen uns trotzdem erst verabreden. Was wir natürlich oft tun werden. Hoffentlich, aber es wird nicht das Gleiche sein. Mein Lieblingsmüsli. Toll, danke. Kommt denn Khalid morgen zu Annas Geburtstagsfeier? Der hat noch nicht einen Umzugskarton gepackt, der ist ziemlich gestresst. Du, Mama, kann ich mir noch mal deine Bibliothekskarte ausleihen? Marie, du musst dir endlich eine eigene besorgen. Du kannst doch nicht ständig mit meiner im Justizministerium ein- und ausmarschieren. Nur dieses eine Mal noch, bitte. Gleich morgen besorgst du dir eine eigene. Ja, mach ich. Danke. Hast du wirklich schon probiert jetzt eigentlich? Nee, gleich. Warte kurz. Oh Mann, Khalid. Was ist es? Was passiert? Ich muss los. Jetzt schon. Ciao, ciao. Marie. Danke für das tolle Frühstück. Marie. Eben in den Nachrichten mitbekommen, der Bundesinnenminister Raumer hat heute eine akute Terrorwarnung ausgesprochen. Aber was heißt das genau? Was steckt dahinter? Wir begrüßen nun am Telefon... Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn morgens der Präsident des Kammergerichts vor deiner Tür steht? Ich war auf dem Weg zum Flughafen, wollte vorher noch mit dir reden. Das ist noch nicht offiziell, aber ich werde ins Bundesverfassungsgericht berufen. Toll. Gratuliere. Das heißt, fürs Kammergericht sucht das Ministerium jetzt einen neuen Präsidenten oder Präsidentin. Ich kann Vorschläge machen. Interessiert? Ja. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte ist der verbotenen Mitteilung über Gerichtsverhandlungen schuldig. Er wird zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 120 Euro verurteilt. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens sowie seine notwendigen Auslagen. Zur weiteren Urteilsbegründung bitte ich, Platz zu nehmen. Der Herr Henskind würde gern mit Ihnen reden.
Herr Henskind? Mhm. Gut, dann machen Sie einen Termin für nächste Woche. Er steht schon im Vorzimmer. Schämen Sie sich nicht? Schon gut. Was kann ich denn für Sie tun, Herr Henskind? Wissen Sie, was dieses Urteil für die Pressefreiheit bedeutet? Es ist unbestritten, Herr Henskind, dass Sie mit Ihren Enthüllungen über das Treiben der deutschen Geheimdienste uns allen einen großen Dienst erwiesen haben. Das ist ein Faustschlag in die Magengrube. Aber Sie haben zum wiederholten Male aus amtlichen, nicht öffentlichen Ermittlungsakten zitiert. Und dann das Strafmaß. Sie wollten gar nicht recht sprechen. Sie wollten mich verurteilen. Oh Gott. Johannes? Vor wenigen Minuten wurde hier ein Bus der Linie 200 durch eine Explosion zerstört. Rettungskräfte sind im Einsatz. Der Bus wird von vielen Touristen genutzt. Noch Steffi fährt immer mit dem 200. Hallo, hier spricht Stefan. Ich bin gerade nicht zu erreichen. Johannes, jetzt beruhigen Sie sich mal. Das Netz ist überlastet. Ich erreiche auch keinen. Sie können sie gar nicht bekommen. Johannes, ganz ruhig. Ganz ruhig atmen. Johannes, atmen Sie ganz ruhig. Johannes, atmen. Einatmen, ausatmen. Henskin, wir brauchen eine Tüte. Hier, Hälfte, los. Jetzt einatmen, ausatmen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier rein. Ein und aus. Ganz ruhig. Einatmen, ausatmen. Genau. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Johannes. Alles gut. Alles gut. Schön, dass du anrufst und jetzt piept's. Amateuraufnahmen der Explosion, die heute Nachmittag das Herz von Berlin erschüttert hat. Bisher sind 7 Tote zu beklagen, darunter ein Kleinkind. 40 Menschen sind mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Mittlerweile ist die Spurensicherung am Tatort. Öfter mal nicht zu erreichen. Du könntest Khalid anrufen. Nein. Nachher denkt sie noch, sie zieht aus und ich werde plötzlich zur Glucke. Sie wird sich schon noch melden. Das Band ab. Heinrich Buch, BKA. Frau Seeberg, wo ist Ihre Tochter? Marie? Was ist mit Marie?
Sie war an dem Bombenanschlag beteiligt. Sie ist auf der Flucht. Ich frage Sie noch einmal, wo ist Ihre Tochter? Ist sie verletzt? Ist Marie verletzt? Sind vorläufig festgenommen. Das kann nicht sein. Ja, Schatz, guck doch mal links oben im Kühlschrank. Ja, ich warte. Ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun, bei der Sachlage. Die Frau ist Richterin. Du, hier ist Rauchverbot, Heinrich, ne? Wunderbar, alles klar. Mach's gut. Tschüss. Da kommt die Anwältin. Oh, das macht das Ganze nicht einfacher. Und Menschenrechte persönlich. Also jetzt reißt euch mal zusammen. Angriff. Woher kennt ihr euch eigentlich? Er hat hier angefangen. Vor 15 Jahren. War mein bester Mann. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet. Dann wurde er plötzlich nach Washington versetzt. Nach Washington? Mhm. Was hat er denn da gemacht? Das sagt er nicht. Seeberg, ihre Tochter, war am Tatort. Gemeinsam mit Khalid Khanaslan. Ist Herr Khanaslan der Freund ihrer Tochter? Ist er bei ihr? Nein, er ist tot. Frau Seeberg, Sie haben in den letzten Wochen wiederholt große Mengen Bargeld von Ihrem Konto abgehoben. Wieso? Marie zieht aus. Sie muss eine Kaution bezahlen, eine Waschmaschine. In bar? Ja. Dafür gibt's aber sicher auch Quittungen. Die würden wir sehr gern prüfen, diese Quittungen. Hören Sie, warum sollte Marie flüchten oder untertauchen? Das ist absurd. Ist sie auf dem Weg nach Ungarn? Nach Ungarn? Haben Sie meine Mandantin überwacht? Das ist die Standardüberwachung auf jedem Flughafen. Ach, und wieso wurden die Aufnahmen so lange aufbewahrt? Ungarn. Oh, so. Warum haben Sie vor der Reise nach Ungarn 15.000 Euro abgehoben, Frau Seeberg? Also gut. Wir gehen das jetzt hier alles gemeinsam durch. All Ihre Verdachtsmomente, jedes einzelne Indiz. Und wenn wir dann dieses riesige Missverständnis geklärt haben, dann sagen Sie mir, was Sie wissen. Gut, so machen wir das. Ich habe auch Kinder, zwei Jungs. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was Sie im Moment empfinden. Meine Tochter und ich, wir haben uns die Zähne richten lassen. Das ist doch schön. Aber so viel Geld in bar, in einer Handtasche in Ungarn, für Zähne. Hm? Darauf muss meine Mandantin nicht eingehen. Ist schon okay, Sie haben recht, es war unvorsichtig. Der Geschäftsführer der Zahnklinik ist wegen Passfälschung vorbestraft. Das wusste ich nicht. Im Mai haben Sie nach Pakistan telefoniert. Mit wem haben Sie gesprochen? Was ist das? Das muss ein Irrtum sein. Ich habe nicht nach Pakistan telefoniert. Haben Sie die Telefonnummer oder das Gespräch gespeichert? Die Nummer. Dann können Sie leider nicht davon ausgehen, dass Frau Seeberg nach Pakistan telefoniert hat. Ja, ist Ihnen bewusst, dass von Ihrem Anschluss nach Pakistan telefoniert worden? Nein. Sie haben sich also nicht gewundert, dass auf einmal in Ihrer Abrechnung eine pakistanische Nummer auftaucht? Überprüfen Sie Ihre Abrechnung. Ja. Ihre Tochter, die war doch in Pakistan letztes Jahr, oder nicht? Nein, sie war in Indien. Mhm. Sicher? Ja. Wie können Sie denn da so sicher sein? Weil sie mir davon erzählt hätte. Frau Seeberg, schlafen Sie schlecht in letzter Zeit? Das
Also, bei allem Kooperationswillen, das geht zu weit. Kein Problem. Ich formuliere es um. Mhm. Kein Ding. Warum hat man Ihnen Schlafmittel verschrieben, Frau Seeberg? Wie kommen Sie darauf, den Arzt meiner Mandantin zu befragen? Ach, die Apothekenbonuskarte war vollkommen ausreichend. Warum nehmen Sie Schlaftabletten? Darauf musst du nicht antworten. Weiter? Ist das Ihre Tochter? Warum ist sie nur wenige Stunden vor dem Anschlag im Justizministerium gewesen? Sie wollte für ein Referat in der Bibliothek recherchieren. Sie studiert Islamwissenschaft. Ja, das ist gut. Warum muss sie denn dafür in die Bibliothek des Justizministeriums? Hat Ihre Fachschaft keine Bibliothek? Doch, sicher. Aber die ist nicht so gut bestückt. Hören Sie, ich weiß, dass das nicht hundertprozentig... Wie kommt sie denn an die Zugangskarte? Korrekt war, weil ich ihr meine Karte geliehen ihre habe. Ihre Tochter hat den Newsletter einer salafistischen Gruppe abonniert. Wissen Sie das? Aber deswegen ist sie noch lange keine Terroristin. Gibt es einen nachweislichen Missbrauch durch Marie Seeberg, außer dass sie ohne Zugangsberechtigung die Bibliothek besucht hat? In diesem Newsletter waren verschlüsselte Botschaften an Schläfer versteckt. Vorgestern zwischen 17.32 Uhr und 18.46 Uhr wurden 5 dieser kodierten Mitteilungen verschickt. Ihre Tochter... Also keinen Missbrauch, gut. Ihre Tochter war in dem Verteiler. Und das Justizministerium stand auf der Zielliste. Wann hat sich Ihre Tochter dem Islam zugewandt? Was? Was meinen Sie? Nun, sie hat mehrfach mit ihrem Freund eine Moschee besucht. Sie haben gar nichts davon gewusst, oder? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Kennen Sie diesen Mann? Die britischen Behörden sind sich sicher, dass er in London für die Dschihad-Milizen rekrutiert hat. Wer hat das gefilmt? Unsere Leute. Wieso waren Sie vor Ort? Wir sind ihm gefolgt, ja. Was ist mit dem Ton? Ich kann nichts hören. Die Kamera war leider zu weit weg. Lassen Sie das bitte weiterlaufen, bitte! Lassen Sie das weiterlaufen, bitte! Sie haben einen Terroristen mit einer Bombe durch Berlin laufen lassen. Ist er unfassbar bescheuert. Wir haben selber 2 Männer verloren bei dem Anschlag. Frau Seeberg, wollen Sie uns jetzt endlich sagen, wo Ihre Tochter steckt? Gibt es einen Ort, wo sich Ihre Tochter gerne aufhält? Ein Ferienhaus oder eine Hütte im Wald? Irgendwas in der Art. Ich brauche eine Pause. Helge? Ja? Brauchst du Hilfe? Nein, ist schon okay. Ist schon okay. Ich habe keine Ahnung, nicht mal eine Vermutung, wo meine Tochter sein könnte. Auch wenn Sie mir das jetzt nicht glauben, weil Sie denken, ich sei befangen, es ist absolut unvorstellbar, dass Marie eine Terroristin ist. Und jetzt würde ich einfach nur gern nach Hause. Nein. Wir suchen Ihre Tochter. Suchen oder jagen? Meine Herren, das ist sehr mager.
Wollen Sie wirklich einen Haftbefehl gegen Frau Seeberg mit einer verliehenen Bibliothekskarte begründen? Warum habe ich von der Parkesanweise des Mädchens nicht in den Unterlagen? War so eine Vermutung. Von dir gelernt. Die Seeberg weiß nichts. Doch. Die weiß was. Und die wird auch Fehler machen. Die wir bitte nutzen. Schall. Herzlichen Glückwunsch. Das wollte Marie dir zum Geburtstag schenken. Was hast du denn darauf? Erfahrung. Bitch. Wer ist das überhaupt? Anna Bittner, ihre beste Freundin. Geschäftsführerin einer Hilfsorganisation, die sich um Asylbewerber und Flüchtlinge kümmert. Wie hat König so schnell die Genehmigung für die Videoüberwachung bekommen? Dafür würden Sie bei dieser Sachlage niemals eine Anordnung bekommen. Marie war auf so einer entsetzlichen salafistischen Website angemeldet. Sie will Journalistin werden. Brauchst du direkte Zugänge? Dir ist klar, dass du das, was du da aufzeichnest, vor Gericht nicht verwenden darfst? Weißt du, wem du da beim Kacken zusiehst? Glaubst du, die lässt sich das gefallen? Jetzt setz dich doch erstmal hin, trink einen Kaffee. Schwarz, oder? Um wen machst du dir Sorgen? Um mich? Um die Kollegen, die durch solche Aktionen ein Risiko eingehen. Ist alles geregelt. Was soll das heißen? Okay, du glaubst, ich gehe da jetzt raus und denke, der Richard, der ist ja ein Guter. Hm? Der war zwar ein paar Jahre weg, aber jetzt ist er wieder da. Nur seltsamerweise verliert niemand ein Wort darüber, was sein Zuständigkeitsbereich ist oder sein Aufgabengebiet. Aber bitte, wenn der Richard sagt, er braucht keine Anordnung, dann wird das schon so sein. Heinrich, hier passiert ja nichts zufällig. Du warst ja weg. Du hattest Probleme. Du warst in der Klinik. Ja, ich weiß. 3 Monate. Ja. Und dann kommst du zurück und bekommst sofort deine alte Abteilung wieder. Hast du das gar nicht hinterfragt? Ich bin dir sehr dankbar. Thank you.
Leila? Hallo? Was? Wurden mittlerweile zwei der Toten als die mutmaßlichen Attentäter Yassin Ashmui und Khalid Hanasnan identifiziert. Das BKA hat nun eine dritte Person zur Fahndung ausgeschrieben. Marie Seeberg ist Deutsche, 21 Jahre alt, 1,67 Meter groß, hat braune Haare und braune Augen. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizei. Sie war so seltsam, die letzten Tage. Naja, ein bisschen aufgeregt. Aufgeregt? Na, weil sie mit Khalid zusammenzieht. Okay, mir geht auch alles Mögliche durch den Kopf. Aber mach dich jetzt bitte nicht verrückt. Sie hat wohl auch öfter eine Moschee besucht. Sie studiert Islamwissenschaften. Vielleicht hat sie mit dem Geld ja... Vielleicht ist mir einfach irgendwas nicht aufgefallen! Anna? Du, da waren eben Fotografen. Na, dann schau dir mal das hier an. Was wollen die alle? Das gibt's doch gar nicht. Warte, warte, ich helfe dir. Wir sollten über den Hinterhof raus. Ich werde mich nicht verstecken. Achter! Frau Seeberg, wie lange befindet sich Ihre Tochter schon im Terrorumfeld? Was wussten Sie über die Aktivitäten Ihrer Tochter? Frau Seeberg, wollen Sie Ihrer Tochter eine Nachricht zukommen lassen? Hier, hier. Marie, falls du das hörst, melde dich bitte. Wir finden eine Lösung. Frau Seeberg, was denken Sie, was Ihre Tochter beabsichtigt für Ihre Aktivitäten? Ich warte hier, ja? Okay, danke. Tag. Hallo. Es tut mir so leid, Damian. Es tut mir so leid. Khalid war kein Terrorist. Mein Junge war kein Terrorist. Khalid war ein gutes Junge. Ich weiß. Mein Sohn war ein guter Junge. Ich weiß das doch, Amira. Ich weiß. Ist Marie wieder aufgetaucht? Sie ist immer noch verschwunden. Amira, weißt du, warum Khalid mit Marie in die Moschee gegangen ist? Marie hatte immer so viele Fragen. Und der Imam hatte so viele gute Antworten. Sie hat sogar mit dem Imam gesprochen? Was für Fragen? Ich weiß es nicht. Aber Khalid hat gesagt, Marie stellt immer so viele Fragen. Vielleicht weiß ja jemand in der Moschee, wo Marie ist. Oder Khalids Freunde. Ashmui war kein guter Freund. Ashmui? Marie hat ihn gekannt? Hat sie mit ihm gesprochen? Ich brauche frische Luft. Bring mich hier raus. Okay.
Ashmoy ist Khalids Cousin. Er hatte immer so schlechte Gedanken. Aber dass er sowas plant, nein. Das haben wir alle nicht für möglich gehalten. Khalid dachte bloß, er muss ihm helfen, ein Auto zu finden. Und Marie? Marie wollte mit ihm reden. Worüber? Und weißt du, wann das war? Letzte Woche. Dieser scheiß Ausbilder, kannst du es einfach rausschmeißen, Mann, dieser Hurensohn. Sein Ausbilder hat angerufen, heute, und ihm gekündigt. Das geht nicht, Mann. Mann, nein, geht nicht. Na gut, dann hat Marie eben mit Ashmoui gesprochen. Aber was heißt das denn schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es gegen sie verwendet werden, spätestens vor Gericht. Was heißt das für dich? Am besten gehen Sie über den Hinterhof. Und wir beide sollten bei Gelegenheit mal telefonieren. Ferdinand. Darf ich reinkommen? Nervennahrung. Oh, danke. Lieb von dir. Gibt's was Neues? Nein. Hör zu, die Sache ist einigermaßen komplex. Und fordert, denke ich, momentan deine gesamte Aufmerksamkeit. Ja. Vielleicht ist es besser, wenn du eine Weile zu Hause bleibst. Du willst mich suspendieren? Ja. Nein. Ich will nicht, ich muss. Ja. Im Interesse des Gerichts und auch in deinem eigenen. Sieh mal, du bist von der Außenwahrnehmung her nicht mehr objektiv. Du bist nicht mehr die unantastbare Richterin. Du bist jetzt die Terrormutter. Woher willst du die Autorität nehmen, um Recht zu sprechen? Warten wir ab, bis sich die Sache ein bisschen beruhigt. Okay. Okay, das reicht. Tu, was du tun musst, aber tauch hier nicht mit diesem albernen Geschenk auf und heuchle Mitgefühl. Kannst du noch mal kurz einen Schritt zurückgehen? Die Dielen haben geknarzt. Ja, Altbau. Nee, nee, Marie hat immer ein Geheimfach. Nicht, dass ich das vergessen habe. Scheiße. Heinrich, komm mal kurz, bitte. Schau mal. Marie war doch in Pakistan. Das BKA hatte recht. Ich gehe schnell um die Ecke eine rauchen. Ja, kommst du mit? Was hat sie denn da bloß gemacht? Gott, ich weiß nicht mal, mit welchem Typen sie da unterwegs war. Ich hätte einfach mehr mit ihr reden müssen. Nachfragen müssen. Er heißt Rashid. Rashid, ein Journalist. Ach, die hat sie es also erzählt, ja? Sie hat ihn in Delhi kennengelernt. Und warum hat sie mir nichts gesagt? Sie war beeindruckt von ihm. Vielleicht sogar ein bisschen verliebt. Und mit ihm war sie also in Pakistan? Sie ist mit ihm und ein paar anderen Leuten aus Delhi nach Pakistan gefahren, ja. Mit Unbekannten also? Das waren bloß 2 Wochen. Und was haben sie da gemacht? Ich weiß es nicht. Sie hat sich einfach treiben lassen. Einfach mal treiben lassen, ja? Und ein paar Monate später ist sie in einen Bombenanschlag verwickelt. Es tut mir leid.
Ich hätte es dir erzählen müssen, aber ich wollte ihr nicht in den Rücken fallen. Weißt du, wo genau sie war? Weißt du, mit wem sie war? Weißt du, ob es radikale Kreise waren? Nein. Sie hat mir versprochen, es dir zu sagen. Nein, du weißt es nicht, aber nein, es waren keine radikalen Kreise. Mein Gott, Marie wird ganz sicher nicht zur Terroristin. Nur weil sie sich in etwas seltsamen Typen verliebt hat. Ach, und da kannst du ganz sicher sein, ja? Weil du sie besser kennst als ich, oder was? Ja, vielleicht. Vielleicht hat sie es deshalb auch mir gesagt und nicht dir, weil sie... Weil was? Weil ich nicht genug für sie da war? Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt. Ach, Elke. Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt. Es tut mir leid. Wer ist da? Heinrich Buch, Frau Seebeck. Können Sie nicht wenigstens vorher anrufen? Darf ich reinkommen? Ja, klar. Kommen Sie zurecht? Gut. Sehr gut sogar. Entschuldigung, dumme Frage. Wenn Sie sich hier noch mal umgucken wollen, dann brauchen Sie einen neuen Durchsuchungsbeschluss. Es gibt sicher noch mehr Briefe von Marie. Wie kommen Sie darauf? Sie würden uns doch Bescheid geben, wenn Sie irgendetwas Relevantes finden, oder? Weswegen sind Sie hier? Wir sollten versuchen, aus diesem Feindschema rauszukommen. Nur gemeinsam. Nein, 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 nein. Ihr Besuch hat einen ganz konkreten Anlass. Werden wir Marie finden und alles aufklären. Sie wissen doch, wie Ermittlungsbehörden arbeiten. Ja. Ja, Sie haben recht. Sobald ich etwas höre oder mir etwas einfällt, melde ich mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Ich find's Wahnsinn. Das Spiel wird immer schneller. Schon in dem Alter setzen die Trainer jetzt auf Run and Gun. Findest du das nicht interessant? Die Jungs dürfen den Ball nicht mehr da anpassen, wo der Spieler gerade steht, sondern wo er sich hinbewegt. Aha. Was sollte das mit der Seele? Du hast sie quasi mit der Nase draufgestoßen. Die Seebecker hat Briefe und Fotos von ihrer Tochter. Ach, hör doch mal auf mit dem Quatsch! Erspar uns das bitte. Heinrich, ich schätze dich wirklich sehr. Und das weißt du. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, als seist du in der Zeit stehen geblieben. Ich meine, es hat sich alles so rasant verändert. Es gibt ganz neue, ganz komplexe Bedrohungen. Dschihadisten, Neonazis, Hooligans, Wirtschaftsspionage, Cyberwar und. Wir müssen dem doch in unserem Handeln irgendwie Rechnung tragen. In unserem Denken. Wir müssen ganz neu denken. Wir brauchen eine ganz neue Logik. Neue Logik? Ja, ganz neue Prioritäten. Bisher haben wir den Täter immer nach der Tat ermittelt, ja gut. Jetzt müssen wir nach Verdachtspersonen suchen, die eine Tat begehen könnten. Das ist der Paradigmenwechsel. Und machen es wie die Amis? Ja. Das ist doch absurd. Gut, zu der Anfang. Vor über 80 Millionen Menschen. Ja, ist absurd. Vielleicht. Aber es geht ja nicht anders. Was sagt eigentlich das Ministerium dazu? Das Ministerium? Ja, im Ministerium versteht man nicht, dass ich weiterhin mit einem Mann zusammenarbeiten möchte, der trotz eines angeblich erfolgreichen Entzugs zwei Whiskyflaschen in seinem Aktenschrank versteckt. Das versteht man dann überhaupt nicht. Khalid und ihre Tochter waren auf dem richtigen Pfad. Meine Tochter ist also konvertiert? Nein, aber sie hat hier gebetet. Sie hat an vielem gezweifelt. Und der Islam hatte einige Antworten für ihre Tochter. Das muss sie nicht erschrecken. Man denkt, man kennt sein Kind und dann sind da plötzlich all diese Geheimnisse. Ich habe selbst Kinder. Es ist manchmal schwer, ihnen das zuzugestehen. Sie haben ihren eigenen Kopf. Der Koran predigt, genau wie die Bibel. Nächstenliebe, Toleranz, Gerechtigkeit, Friedfertigkeit. Diese Terroristen, die vor ein paar Tagen den Bus mit all den Unschuldigen in die Luft gejagt haben, berufen sich auch auf den Koran. Es ist eine Katastrophe, wie eine Minderheit mit schlimmen Taten den gesamten Islam denunziert. Und es ist traurig, wie wir uns immer wieder dafür verteidigen müssen. Ashmui war auch hier. Und hat wahrscheinlich ihren Worten gelauscht. Man sieht den Leuten nicht an, was sie vorhaben. Hätte ich es auch nur geahnt, hätte ich es verhindert. Wissen Sie, ich glaube, dass Marie durch ihn in radikale Kreise geraten ist. Vielleicht versteckt sie sich ja bei irgendjemandem aus ihrer Gemeinde? Das kann ich mir nicht vorstellen. Entschuldigung, ich habe noch einen Termin. Bitte gehen Sie jetzt nicht. Ich kann Ihnen nicht helfen.
Aber irgendjemand muss doch etwas aufgefallen sein. Allah, Meg. Marie? Marie! 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 Entschuldigung, ich habe sie verwechselt. Wir wollen ja nur mal kurz draufschauen, oder? Ja, nur ganz kurz. Es war der 25. Ah ja, hier. Könnten Sie das bitte vorspulen? Klar. Da ist die Stopp. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Buchpicker. Shit. Von wo wird das zugespielt? Es kommt doch von einem Server oder einer Festplatte. Wo ist die? Unser Server ist dahin. Entschuldigung, brauchen Sie dafür nicht ein offizielles Papier oder so? Hallo? Danke. Lassen Sie mich los! Was soll denn das? Jetzt hören Sie auf damit! Bitte auf! Auf welcher Rechtsgrundlage nehmen Sie mich hier mit? Tut mir weh! Wer hat denn gesagt, dass Sie hierher kommen sollen? Niemand! Sie lügen! Nein! Das läuft hier alles verdammt nochmal aus dem Ruder. Warum soll ich überhaupt mit Ihnen reden, weil Sie eine Waffe auf mich richten? Ihre Männer haben meine Tochter entführt. Nein, verschleppt! Sie beantworten jetzt meine Fragen. Wo haben Sie meine Tochter hingebracht? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich war auch bis eben der Meinung, dass Ihre Tochter auf der Flucht ist. Wer waren dann diese Männer auf dem Video? König, zumindest seine Männer waren doch vor Ort. Die müssen doch was gesehen haben. Diese Männer gehören zu König. Aber da müssen Sie sie doch kennen. Nein, ich kenne diese Männer nicht. König lässt Marie suchen. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn! Doch. Er hält sie irgendwo fest, um sie zu verhören. Sie nehmen den Hinterausgang. Geben Sie mir ein paar Minuten Vorsprung. Und entsorgen Sie Ihr Handy.
ich habe sie gebeten zu kommen. Anas, es tut mir leid, du. Du hast recht gehabt, du. Du hast recht gehabt mit den Mikrofonen und mit allem. Ich weiß jetzt, was mit Paris passiert ist. König hat sie verschleppen lassen. Anas, bitte da leid. Ruhig. Ich brauche eure Handys. Ihr müsst die ausschalten und die SIM-Karten rausnehmen und dann gebt ihr sie mir. Ja. Hast du dein Laptop dabei? Ja. Du musst aber offline gehen, du darfst auf gar keinen Fall im Internet sein. Es ist wahrscheinlich eine geheime Operation, selbst im BKA. Buch vermutet, dass König dahinter steckt. Glaubst du ihm etwa? Er hat mich laufen lassen, nachdem ich das hier gesehen habe. Er will jetzt seine eigene Nachforschung anstellen. Und was ist, wenn er sich das anders überlegt? Und Fehler macht? Ihr kennt die Gesichter, aber spuckt keinen Namen aus. Ich kann die Sperre umgehen, aber das löst bei König Alarm aus. Dann bricht das hier ab. Okay, wir sollten jetzt reden. Wo ziehst du mich damit rein? Eben war König da und wollte wissen, wo du bist. Ich konnte ihm nichts sagen. Er hat angedeutet, dass ihr jetzt eng zusammenarbeitet. Und dass es hier bald eine neue Ausrichtung geben wird. Und dass jeder selbst entscheiden muss, ob er dabei ist oder versetzt werden möchte. Und bist du dabei? Arbeitet ihr enger zusammen? Ja, das soll er denken. König hat mich in der Hand. Was? Womit denn? Heinrich? Heinrich? Jedenfalls muss ich wissen, was er vorhat. Und er soll nicht noch mehr Unheil anrichten. Okay, pass auf. Irgendwie hat mich Königs Kryptophon gereizt. Studienkollege aus Münster, mit dem du immer Schach spielst, der arbeitet doch als Büroleiter im Innenministerium. Hm. Der Minister kann diese Männer zurückpfeifen. Warum, glaubst du, haben diese Männer Marie mitgenommen? Ein Irrtum. Ein Fehler wahrscheinlich. Aber sicher bist du dir nicht. Doch. Kannst du wirklich ausschließen, dass Marie in irgendeiner Weise in diesen Anschlag verwickelt ist? Ja. Nein, wie denn? 100%. Selbst wenn es nicht so wäre. Es gibt keine Rechtsgrundlage, die es rechtfertigen würde, dass sie Marie betäuben und an einen unbekannten Ort bringen. Dann stehen dir sämtliche Rechtsmittel offen. Du kannst mit einer einstweiligen Verfügung ihre sofortige Freilassung erwirken. Wie denn? Das wird doch offensichtlich vom BKA verdunkelt. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Referendarin, die hier vor 16 Jahren angefangen hat. Die keine Absprachen wollte, keine Mauscheleien, die immer hart bleiben wollte. Vor allem gegen die Bessergestellten, gegen die Wirtschaftselite, die Amtsträger. Und jetzt fordert ausgerechnet diese Frau für sich Privilegien und Sonderrechte. Was bleibt mir denn übrig? Dem BKA und dem Innenministerium sind doch die Rechte meiner Tochter scheißegal. Tut mir leid, das muss korrekt ablaufen. Das sind wir unseren Ämtern gegenüber schuldig.
korrekt laufen, ja? Galt das eigentlich auch, als du, warte mal, vor 9 Jahren diesen Prozess gegen Alexandra Bär übernommen hast? Deine verflossene Jugendliebe, wovon nur ich etwas wusste. Du hättest dich selbst ablehnen müssen. Du warst befangen. Alter, du begibst dich gerade auf sehr dünnes Eis. Und hast sie freigesprochen. Man könnte diese Andeutung durchaus als Erpressung werten? Ja. Ja, genau das ist es. Wenn du nicht möchtest, dass das öffentlich wird, hilfst du mir jetzt. Okay. Mach ich. Warum glaube ich dir nicht? Wirf einen Blick in die Zeitung und überleg dir, wer von uns beiden ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Frau Seeberg? Frau Seeberg? Kann ich etwas für Sie tun? Ja. Ich bräuchte kurz Ihr Handy. Danke. Ja, hallo, hier ist Elke Seeberg. Ich würde mich gerne mit Ihnen treffen. Sie werden sich in Zukunft schon dran gewöhnen müssen, auch unangenehme Entscheidungen zu verantworten. Machen Sie sich keine Sorgen um die Entscheidungen, die ich zu treffen habe, Herr König. Aber wenn Ihre Leute weiter so dilettantisch vorgehen, dann können Sie sich Ihre neue Logik in die Haare schmieren. Ich kenne Frau Seeberg sehr gut. Sie kann und sie wird eine Menge Staub aufwirbeln. Ja, das kann sie, Herr Professor Hochheim. Das ist uns auch allen bewusst. Deswegen sollten Sie sich ja auch melden. Das haben Sie jetzt getan. Und jetzt soll das nicht mehr Ihre Sorge sein, ja? Schönen Tag. Was hat die Seeberg in der Dessous gemacht? Was meinst du? Keine Ahnung, als ich kam, war sie schon weg. Wieso? Fuck! Er hat meinen Zehner gefressen. Kennt sich jemand damit aus? Kann mir jemand helfen? Herr König? Bist du sicher? Kann ich helfen? Er hat irgendwie meinen Zehner gezogen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Form und Technik. Moment, ich gebe ihn halt aus. Cola, Cola Light, Cola Zero, Apfelschorle, Apfelohne, Wasser, Wasser mit Schokolade, Rührsprudel, Orangensaft, Multi. Andreas, warte mal. Du warst doch im Observationsteam von Aschmoy. Wusstet ihr von der scharfen Bombe? Gab es einen Befehl zum Zugriff? Warum kommt mir das hier so seltsam vor? Weil du vor mir wegrennst wie ein kleines Kind. Andreas, habe ich dich jemals irgendwo reingeritten? Da kommen zwei Männer, verschleppen die Frau, die jetzt als Attentäterin gesucht wird. Ihr guckt einfach zu. Anweisung. Habt ihr sie verfolgt? Habt ihr sie hingebracht? Mann, Buch, das geht echt zu weit. Okay, habt ihr. Okay, gut. Anweisung. Irgendwie seltsam. Die Bodentruppe kennt keine Einzelheiten. Das war bei dir nie anders. Das kam also vom König? Bis die Tage. Wurde sie nach Rammstein gebracht? Langgezogen, hochmütig und
Gleichgültigkeit im Sturz und im Gegensatz stand zu der krankhaft blühenden Röte der sehr vollen Lippen. So schildert Thomas Mann in seinem Josefs-Roman das Gesicht von Pfarrer Echnaton. Was kann ich für Sie tun, Frau Seeberg? Sie bekommen meine Geschichte. Muss ich dafür aus vertraulichen Ermittlungsakten zitieren? Exklusiv. Sie müssen mir helfen, meine Tochter zu finden. Klar. Kein Problem. Was haben Sie denn? Was ist das? Eine DVD, auf der zu sehen ist, dass Marie entführt wird. Wahrscheinlich von BKA-Beamten. Das ist da drauf. Ja. Okay, gut. Dabei stand ihm genau dieser Statuenkopf vor Augen. Sicherlich gehen einige Merkmale auf die reale Gesichtszüge echt. Da werden einige Leute Kopf und Kragen riskieren müssen und sie werden illegal operieren müssen, um ihnen zu helfen. Ich weiß. Danke. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen, dann ziehen Sie endlich mal Ihre Leute ab. Hochheim wird Ihnen nicht helfen. Woher wissen Sie, dass ich mit Hochheim gesprochen habe? Dieser Hens kennt auch nicht. Woher wissen Sie das mit Hochheim? Sie sind in seinem Büro verschwunden. Kurz darauf hat König einen alarmierenden Anruf bekommen und mich dann gefragt, was Sie in der Diskothek gemacht haben. Er weiß nicht, dass ich das Video gesehen habe. Sie können nicht von mir verlangen, dass ich nichts tue. Nur 4 Stunden nach dem Anschlag gab es einen nicht registrierten Hubschrauberflug von Berlin nach Ramstein. Mit einer jungen Frau an Bord. Marie ist in Ramstein? Ich denke, König hat sie von seinen amerikanischen Freunden ins Ausland bringen lassen. Was heißt das, ins Ausland bringen lassen? Was bedeutet das? Es gibt die Möglichkeit, dass das eine Rendition ist. Die erste deutsche Rendition. Sie wollen mir sagen, dass meine Tochter verhört, angekettet, eingesperrt, gefoltert wird? Das ist zu viel für Sie, das wird sie nicht schaffen, das hält sie nicht durch! Wo haben Sie sie hingebracht? Wo haben Sie sie hinbringen ich lassen? Weiß. Sie sagen, wie jetzt meine Tochter ist? Ich weiß es nicht. Das können Sie doch nicht zulassen! Das können Sie nicht zulassen! Mein Kind! Es ist mein Kind! Noch glaubt König, dass er die Situation kontrolliert. Er hat dafür gesorgt, dass die Medien sie diffamieren. Niemand wird ihm glauben. Und was schlagen Sie vor? Sie ziehen sich raus. König muss sicher sein, dass sie keine Gefahr für ihn darstellen, sonst... Sonst was? Sonst lässt er Marie umbringen? Nein. Ich werde bald mehr wissen. Wir sammeln jetzt Beweise. Und dann finden wir ihre Tote. Thank you.
Schneider, was macht denn jetzt schon wieder? Sie spricht jetzt mit dem Journalisten Henskind. Das ist sie. Woher haben Sie das? Sind Sie sicher? Ja, absolut. Wo ist das? Im Nordosten von Polen. In der Nähe gibt es ein offizielles Gefängnis, in dem ein Trakt von den Amerikanern als Black Site benutzt wurde. Polen, das ist ja gar nicht so weit weg. Sie können unmöglich sicher sein. Bin ich absolut sicher. Hören Sie, ich muss das Buch geben. Er braucht das als Beweismaterial. Er kann Sie da rausholen. Buch ist seit Jahren ein Pegeltrinker. Und alle wissen das. Wenn der irgendwem gefährlich wird, dann ist er sofort weg vom Fenster. Dann muss ich dahin. Ich fahre nach Polen. Ich fahre in das Gefängnis. Okay. Ich brauche bis heute Nachmittag, um etwas vorzubereiten. Am besten, Sie verabreden sich mit einer Freundin zu einem Spaziergang. Ich verschwinde da mal kurz, ja? Hallo, ich bin's. Bei Moni haben die Venen eingesetzt. Sie müssen mir irgendwas geben. Ein paar Fakten, die ich der Presse hinwerfen kann. Die fangen an, den Minister zu grillen. Also, ich hab's Ihnen gleich gesagt. Das braucht Zeit. Das braucht einen langen Atem. Ihre Leute befragen doch jetzt schon seit einiger Zeit Marie Seeberg. Da müssen Sie doch Ergebnisse haben. Wie darf ich mir das eigentlich vorstellen? Welche Methodik wenden Sie da konkret an? Besser, wenn Sie nicht zu viel wissen. Reden wir hier über Schlafentzug? Elektroschocks? Waterboarding? Frau Seeberg wusste gar nichts. Sie haben die falsche mitgenommen. Frau Palm, was wollen wir? Sicherheit für möglichst viele Menschen. Und das heißt, und das wussten wir alle vorher, da kann es zu einzelnen Härtefällen kommen. Und wenn wir das jetzt abbrechen, dann ist das ganze neue Konzept, das wir mühsam erarbeitet haben, verbrannt. Und dann werden wir auch in Zukunft die Amerikaner und die Briten auf unwürdigste Art und Weise um Infos und Hinweise anbetteln. Werden wir gleichzeitig öffentlich ihre Methoden kritisieren. Das ist bigott. Ich habe nicht gesagt, dass Sie das abbrechen sollen. Sie haben einen Fehler gemacht. Das müssen Sie reparieren. Anschluss von Marie und Elke Seeberg. Wir sind nicht zu Hause. Nachrichten nach dem Ton.
Hallo. Hallo. Du heißt Elke Trappe. Gehörst zum Internationalen Roten Kreuz. Du bist Teil eines offiziellen Häftlingsbesuches um 10 Uhr. Die Kollegen werden eine Autopanne haben und sich circa um 2 Stunden verspäten. Du musst raus sein, bevor die Kollegen kommen. Gut, und das Internationale Rote Kreuz, das lassen Sie auch rein? Müssen Sie. Dazu verpflichtet Sie die Menschenrechtskonvention. Selbst in Guantanamo gibt es diese Besuche. Das ist die Liste der Inhaftierten, die ihr besuchen werdet. Deine Tochter befindet sich im inoffiziellen Westtrakt. Dorthin musst du dich irgendwie durchschlagen. Aber wie soll ich das machen? Vertrau deinen Instinkten. Du kennst dich mit Justizbeamten aus. Schön dreist sein, damit kommst du weiter. Hat dir Tom eine Kamera mitgegeben? Ja. Das ist auch eine Kamera. Da ist das Objektiv und da der Auslöser. Okay. Wenn du Marie findest, musst du mit der offiziellen Kamera Bilder machen und mit dieser hier. Das ist wichtig. Sie werden die offiziellen Bilder von Marie löschen, wenn du rausgehst. Wenn etwas schief geht, hat das Internationale Rote Kreuz noch nie etwas von dir gehört. Viel Glück. Heinrich! Au! Bist du verrückt? Oh. Ich habe nicht gesagt, dass Sie das abbrechen sollen. Sie haben einen Fehler gemacht. Das müssen Sie reparieren. Du hast mich abgehört? Illegal? Ich weiß nicht, ob gerade du dich über eine fehlende Genehmigung auslassen solltest, Richard. Du lässt jetzt sofort das Mädchen frei. Dann reichst du deine Kündigung ein, ja? Ja, bitte? Birkner und Hausmann, bitte in mein Büro sofort. Danke. So. Ist jetzt deine kleine Welt wieder in Ordnung? Du weißt schon, was du hier gerade machst, ne? Die bomben sich hier durch die Gegend, schneiden irgendwelchen Ungläubigen die Köpfe ab und katapultieren uns direkt in die Steinzeit zurück und du machst mich dafür verantwortlich. Ist dir das klar? Du kannst Unrecht nicht mit Unrecht begegnen. Du hast wirklich nichts verstanden, Heinrich. Was hab ich nicht verstanden, Richard? Selbst deine amerikanischen Freunde haben schon vor Jahren damit aufgehört, die Leute zu foltern. Ich jetzt sei doch nicht so naiv. Festnehmen. Er sabotiert laufende Operationen. Festnehmen.
Meinen Sie wirklich, wir haben nichts Besseres zu tun? Dieser Name stand nicht auf der offiziellen Liste. Und dann kommen Sie auch noch alleine. Wir wollen nur ganz kurz mit ihr sprechen. Wir ist gut. Ich muss das klären. Ja. Seeberg aus Berlin rausgekommen. Keine Ahnung. Was hat Buch Ihnen erzählt? Worüber? Mein Name ist Elke Trappe und ich bin vom Internationalen Roten Kreuz. Vermutete aufgrund von Hinweisen des britischen Geheimdienstes in Ashmui den Kopf und Planer eines Anschlags. Also wollte man ihn entführen und in Polen foltern und verhören lassen. Marie Seeberg und Khalid Kanaslan waren im System des BKAs gespeichert. Sie haben dieselbe Moschee wie Ashmui besucht und waren am Tatort. Mehr nicht. Diese Verdachtsmomente haben dem BKA gereicht, um Marie Seeberg verschleppen zu lassen. Ashmui hat bemerkt, dass er überwacht und gefilmt wird. Daraufhin hat er sofort die Bombe gezündet. Das BKA hat also mit seinem auffälligen, unvorsichtigen Verhalten riskiert, dass Ashmui sich in die Luft sprengt. Elke Seeberg, die Mutter von Marie, ist inzwischen auch verschwunden. Wir wissen, dass sie in Polen ist und wahrscheinlich sogar im selben Gefängnis wie Marie. Sie wollte dort ihre Tochter finden. Wir haben soeben unsere Recherchenmaterialien und Beweise dem Innenminister zur Verfügung gestellt. Und fordern ihn und das BKA hiermit auf, Elke und Marie Seeberg unverzüglich und unversehrt freizulassen. Diese Terroristen schaden mit ihren barbarischen Taten dem Islam. Das Innenministerium und das BKA schaden mit Rechtsbeugung, mit Diffamierung und Folter der Idee einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Vielen Dank. Kompliment. Das ging schnell. Thank you.
Verschwinde. Sofort. Hey, hau ab! Ich gehe dann mal, bevor sie aufwacht. Hallo. Geht's ihr besser? Ja. Aber sie schläft. Ich hoffe, es stört sie nicht, dass ich hier einfach so. Schon gut. Ich gehe das eben rein. Der nunmehr ehemalige Bundesinnenminister Raumhaft. Er trat gemeinsam mit seiner Staatssekretärin Valerie Palmen zurück. Ein Nachfolger scheint bereits festzustehen. Raimund Hohagen, ein ausgewiesener Law-and-Order-Mann, wird sich wahrscheinlich gegen liberale Kreise im Regierungslager durchsetzen. In einer ersten Stellungnahme betonte er die Notwendigkeit einer neuen Logik in der Sicherheitspolitik. Ich brauche dringend frische Luft. Berlin. Aufgrund des anhaltenden Lehrermangels hat der Berliner Senat die Zulassung von weiteren Quereinsteigern. Run and gun, give and go. I'd like to believe, but I need to know. There's a sound inside my body. There's a voice inside my brain who's telling. You're probably insane.